Hey, herzlich willkommen zu unserem Thema des heutigen Jahres bzw. Halbjahres, Tuschumsetzung, aka Inking, Inking von Tusche bzw. Tinte. Tuschumsetzung meint tatsächlich die Umsetzung mit einer schwarzen Zeichentusche oder auch anderer farbigen Zeichentusche und nicht den sogenannten Tuschkasten, der in Wirklichkeit ein Wasserfarbmalkasten ist. Ja? Also nicht verwechseln, Tuschumsetzung heißt Zeichnen mit einer Feder, einem Pinsel oder einem Fineliner. Okay, womit fangen wir heute an mit der Tuscheumsetzung? Wie immer bei mir die ersten 5 Sitzungen reine Skillbildung, keine große freie Arbeit, sondern wirklich erstmal das Medium kennenlernen und sich damit vertraut machen und Techniken erlernen. So, heute Teil 1 ist die Historie und unsere erste Technik. Die erste Technik heute ist die Kreuzschraffur. Werdet ihr aber dann noch sehen. Im Anschluss hier zu dieser kleinen historischen Gleichung habe ich im Nachhinein noch einen praktischen Teil für euch hochgeladen, beziehungsweise ist im Anschluss dran. Gut, also, wir fangen direkt mit der Historie an. Ich halte die so kurz und knapp wie möglich. Die Historie der Tuscheumsetzung ist sehr eng verwoben mit einer Technologie, die zwar im 15. Jahrhundert entwickelt wurde, im 16. Jahrhundert aber so richtig Durchschlag gefunden hat, zwar am Anfang des 16. Jahrhunderts. Als Jahreszahl merkt ihr euch einfach 1500. 1500. Und zwar den Buchdruck. Okay? Der Buchdruck kam zu der Zeitpunkt auf, also Anfang des 15. Jahrhunderts in Europa wurden das erste Mal Bücher gedruckt. Also in Europa wurden da das erste Mal gedruckt und die richtige Revolution kam dann später mit dem Gutenbergschen Druckverfahren, wo du praktisch die Zeilen, die Buchstaben austauschen konntest. Das heißt Buchdruck mit beweglichen Lettern. Okay, hin oder her. Für uns als Zeichner ist das ja nicht ganz so wichtig. Für uns sind erstmal wichtig sind Bilder. Das heißt, auch damals gab es nicht nur Texte, sondern auch schon Bilder. Wie ihr seht, wurde dafür mit so einer Art auf Holz ein Holzschnitt gemacht, wo praktisch in das Holz Teile rausgeschnitten wurden und das, was übrig blieb, sich dann wiederum als Druckmöglichkeit auf dem Papier wiedergefunden habt. Ihr kennt es vielleicht noch aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule, so mit Kartoffeldruck. Wir machen das vielleicht auch noch in einem weiteren Thema, dann Linoldrucke. Ja? Das ist sozusagen diese Technologie, die dahinter steht. Und die hat die Tuschumsetzung ganz maßgeblich beeinflusst, weil die Fähigkeit des digitalen Druckens ja erst Ende des letzten Jahrhunderts, beziehungsweise jetzt bei uns erst angekommen ist. Vorher wurden jahrhundertelang, konntest du mehr oder weniger nur so schwarz-weiß Sachen drucken. Und ich zeige euch jetzt einen coolen Vertreter, der sich da hervorgetan hat. Das ist der Albrecht Dürer. Albrecht Dürer ist ein großartiger Zeichner gewesen, deutscher Zeichner. Hier haben wir ein paar Arbeiten von ihm. Hat gelebt zwischen 1471, steht hier unten, bis 1528. Ist eigentlich einer der größten deutschen Zeichner und Maler. Und wie gesagt, im Spätmittelalter bzw. im Übergang, also frühe Neuzeit hier, 1528. In der Kunst redet man da auch von der Renaissance. Historisch ist es für Deutschland nicht ganz so relevant, weil es wurscht. Gut, also, das ist Albrecht Dürer, wie wir sehen, unglaublich guter Zeichner, auch ein Holzschnitt von ihm. Und da sehen wir schon einige der Techniken, die später auch für die Tuscheumsetzung übernommen wurden. Ich zeige euch jetzt noch was weiteres. Also diese Druckgeschichten waren später nicht nur mit Holz möglich, sondern unter anderem auch mit Kupfer. Sieht man hier einen Kupferstich von ihm. Und da sieht man, mein lieber Freund Kupferstecher, haha, unglaublich detaillierte Zeichnung. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, okay, Herr Schläger, das ist ein bisschen hart, wie sollen wir sowas zeichnen? Ist natürlich nicht unser Ziel, unser aber, wir sehen hier schon einzelne Techniken, die ich heute jetzt besprechen werde, hauptsächlich die Richtung und die Kreuzschraffur, mit der wir heute dann anfangen. Also ihr habt jetzt ein bisschen historischen Ablauf darüber, warum sozusagen die Tuschezeichnung so wichtig war und auch ist. Die Anfang des letzten Jahrhunderts, also 1900 Piesepampel, wo in den Zeitungen wurden auch viele dieser Illustrationszeichnungen noch schwarz-weiß wirklich gezeichnet. Da gab es noch keine Fotos, die man da reingemacht hat in die Zeitung, sondern Zeichnungen. So, ich habe euch jetzt noch die Vorlage hochgeladen, beziehungsweise die ihr dann bearbeiten sollt. Das ist jene hier. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum habe ich das gemacht? Erstens, weil man hier sehr schön die einfachen Strukturen erstmal sieht und mithilfe eines Fineliners dann darauf arbeiten kann. Die rechte Seite, ihr druckt dieses Dokument euch einfach aus. Und die rechte Seite, dieses hellblaue, da zeichnet ihr die Linien einfach nach, könnt auch ein bisschen variieren und so weiter. Warum habe ich das hier gewählt? Das ist für die unter euch,
die ein bisschen historisch bewandert ist, Ulrich von Hutten. Ja, das ist der Herr, nach dem unsere Schule benannt ist. Das war ein Zeitgenosse von Dürer und deshalb fand ich es irgendwie ganz passend. Und außerdem ist hier, die Techniken sind hier noch relativ einfach und nachvollziehbar, auch für den nicht super übertrieben begabten Ultrazeichner, wie Dürer das war. Also wenn wir das vergleichen mit dem hier, absolut machbar. Und ja, das ist sozusagen euer Einstand in die Tusche-Umsetzung. So, meine Lieben, jetzt geht's gleich in die Technik rein. Ganz kurz nochmal, hierfür verwenden wir hier Fineliner. Passt auf, es gibt die in verschiedenen Größen. Also was ihr auf jeden Fall haben solltet, meistens stehen die hier oben drauf oder hier an der Seite, ist ein 0,1er. Seht ihr? Das ist ja relativ wichtig, weil das ist einer der dünnsten. Es gibt ja nochmal 0,05, aber 0,1 ist ziemlich gut. Wie ihr jetzt sehen wird, der macht relativ dünne Linien. Okay? Als nächstes braucht ihr 0,3er im besten aller Fälle. 0,3 ist ein bisschen dicker. Seht ihr hier? Ja, schreibe ich euch daneben. 0,3. Und da oben ist 0,1. Und als letzten würde ich persönlich 0,5er nehmen. Seht ihr, der ist ein bisschen dicker. Und wie ihr jetzt seht, wenn ich die neben durcheinander setze, naja, kann ich daraus auch dickere Striche machen. Dicker brauche ich eigentlich nicht, weil wir ja später eh noch mit dem Pinsel arbeiten. Das ist jetzt erstmal die Qual der Wahl. Würde ich euch empfehlen, diesen einfacher ranzukommen und einfacher zu handhaben. Schöner ist natürlich mit einer Feder zu zeichnen. Dafür bräuchtet ihr aber hier Tusche. Und da ist manchmal das Problem, wenn die umkippt, dann ist das eine richtige Schweinerei. Aber für die unter euch, die jetzt wirklich das ernst meinen, die können sich gerne auch Zeichentusche und eine Feder dazu kaufen. Bei Federn gibt es so ein paar weitere Dinge, weil damit kannst du nachher auch mit deinem Pinsel malen. Für die, die bei den Stiften sein wollen, des Weiteren braucht ihr noch einen Pinselstift. Ja, hierbei gibt es verschiedene Varianten. Ich zeige euch ein paar. Diese hier hat eine bisschen weichere Spitze. Seht ihr, wenn ich damit arbeite, hier, die ist wunderschön, ist ein bisschen schwerer zu handhaben. Welchen ich echt empfehlen würde, ist so einer hier. Der hat eine Faserspitze, die ist ein bisschen fester. Das hat den Vorteil, der ist leichter zu handhaben. Seht ihr, hier kann ich dünn mitmalen und später auch dicker. Die sind richtig gut. Ich gucke mal ganz kurz, das ist leider ein japanischer. Den gibt es aber mittlerweile auch in Deutschland. Hier, also das ist auch eine japanische Firma natürlich, Pentel. Hier, das ist der Brush Sign Pen. Sign Pen heißen die Dinger. Ach, stimmt gar nicht. Sorry, falsch. Der hier ist ein Sign Pen, der ist super dünn. Der ist auch japanisch. Der ist relativ schwer zu handhaben. Also sorry, den nicht. Sondern den hier. Seht ihr, die sehen fast gleich aus. Der hier. Auch ein Sign Pen. Hier seht ihr die SES 15C. Der ist richtig gut. Seht ihr? Der lässt sich einfach handhaben. Da ist die Spitze, wenn ihr das seht, da ist die Spitze einfach nicht so krass weich. Ja? Und du kannst damit eben einfacher eine dünne Linie ziehen, seht ihr? Und auch eine dickere Linie. Okay, gut, das ist erstmal das Material. Ich wiederhole nochmal. Holt euch drei Stifte. Die Firma ist relativ egal, ob es Faber-Castell hier ist, ob Städtler ist. Ja, hier ist noch ein Faber-Castell Feinpen. Das sind alles Top-Marken mittlerweile. Ja, die kommen aus Deutschland und Deutschland ist neben Japan, sind es die besten Hersteller von solchen Produkten. Gibt es überall bei uns im Handel. Die sind richtig hochqualitative, gute Stifte, halten relativ lang. Sollte euer Fineliner irgendwann, so wie der hier zum Beispiel, nicht mehr ganz voll sein, seht ihr hier, das ist auch ein 0,1er gewesen, schmeißt den trotzdem nicht weg. Ich erkläre später warum. Okay, behaltet den einfach. Ja, seht ihr schon, der hier ist schon ziemlich abgegriffen, da ist nicht mehr, aber damit kann man coole Sachen mitmachen. Wir fangen heute, wie gesagt, an mit unserer ersten Technik, die wir jetzt gesehen hatten bei unserem Kollegen Dürer. Für seine Schnitte und für die Stiche, hier die Kupferstiche, benutzen wir 1:1 genau die gleiche Technik. Und die besteht einfach erstmal nur aus Linien. Damit beginnen wir erstmal mit einem 0,3er, würde ich sagen. Bei dieser Technik geht es darum, ein Raster zu erzeugen. Das Problem, was wir haben, ist, bei einem Stift, der malt halt entweder schwarz oder mal nicht, dann habe ich hier einen Weißwert und hier einen Schwarzwert. Seht ihr so? Es ist also nicht wie bei einem Bleistift, wo ich einfach doller aufdrücken kann und dann wird es dunkler, sondern wenn ich zum Beispiel bei einem Pinselstift doller aufdrücke, ist es dick und dünn. Bei einem Fineliner habe ich das Problem, da gibt es das gar nicht. Also was kann ich machen, um trotzdem Hell-Dunkel-Werte zu erzeugen? Es geht wie folgt. Ich nehme mir erstmal ein Objekt, sagen wir sowas hier. Und was ich jetzt mache, ich erzeuge einen Raster.
ein Raster, das ist relativ simpel. Ich zeichne Linien, die parallel zueinander sind. So. Seht ihr? Und jetzt habe ich von Ferne betrachtet, wirkt es hier wie ein Grauwert, der Teil, und der Teil wie ein Weißwert. Als nächstes kann ich jetzt anfangen, dieses Raster zu verstärken. Ich zeige euch das kurz. Wenn ich jetzt zum Beispiel dagegen arbeite, seht ihr jetzt hier. Jetzt habe ich praktisch einen noch dunkleren Wert an der Stelle. Das sehen wir alles bei Dürer auch. Jetzt habe ich in die Richtung gearbeitet. Seht ihr hier lang? In die Richtung. Jetzt habe ich in die Richtung gearbeitet. Seht ihr? Und als nächstes würde ich wahrscheinlich versuchen, jetzt hier in die Richtung zu arbeiten. Oder in diese hier. Ups. Jetzt müsst ihr aufpassen. Normalerweise ist es so, bei der Ausbildung der Hand ist es so, man hat, um so parallele Linien zu erzeugen, meistens eine Richtung, in der das relativ gut geht und ein paar Richtungen, wo das nicht ganz so gut geht. Ja, das liegt daran meistens, geht einigermaßen, ich mache es gerne von links nach rechts. Ist logisch, weil wir auch so ausgebildet unsere Schrift ausgebildet haben. Korrekt, wir schreiben ja von links nach rechts. Und dadurch ist es meistens der Zug in die Richtung ein bisschen einfacher. Bei Linkshändern ist es andersrum. Das Gute ist, ich kann das Bild ja einfach drehen. Wenn ich jetzt also merke, ich möchte hier noch ein Raster reinhauen, ich mache es mal in die Richtung jetzt, das nächste. Seht ihr, mache ich es ein bisschen kleiner. Erkennt man das überhaupt? Mache ich es ein bisschen kleiner und unten. Seht ihr, dadurch habe ich jetzt hier einen Dunkelwert. Von heller, von ganz hell nach 1 bis ganz dunkel. Das ist eigentlich die einfachste Technik. Ich würde jetzt ist es so, wir machen das erstmal genau, das ist die Technik, mit der ihr heute arbeitet. Das heißt, ihr könnt anfangen, wie ihr schon seht, ihr fangt erstmal an, die Außenlinien auf eurer Vorlage nachzuziehen. Dafür nehmt ihr euren dicksten Stift, den 05er dann. Und arbeitet erstmal die Linien nach. Ich male euch jetzt einfach noch ein paar Beispiele von Möglichkeiten, von Dingen, die wir noch zeichnen können. So. Und gucken wir mal. Mach es ein bisschen größer. Ich habe gerade gesehen, dass das doch ganz schön klein ist auf der Kamera. Ja. Ich zeige euch ein paar Beispiele einfach. Hoppala. So. Und das letzte wäre noch. Eine Kugel. So, einigermaßen. Das ist keine perfekte Kugel, aber hier male ich einen Boden hin, dass man das einigermaßen erkennt. Okay? So. Was wir jetzt machen, ist das Folgende. Die Außenlinien ziehen wir erstmal relativ dick nach. Mit unserem dicken Stift. So ist gut. Okay? So. Einigermaßen. Normalerweise würde ich ja so einen Bleistift vorzeichnen, damit es nicht ganz so ein Chaos ist, weil ihr seht ja schon, das ist kein Medium, was sehr vergebend ist. Ja, man muss das schon relativ sauber arbeiten. So, und was wir dann machen, wenn wir das haben, fangen wir jetzt erstmal an mit einem einfachen Muster. Auf der Vorlage selber, auf der Schulter und auf dem Bauch von unserem Kollegen Ulrich von Hutten, seht ihr schon, dass der Zeichner da noch was anderes gemacht hat, als einfach nur ein einfaches Raster, wie ich das hier gezeigt habe, wiederzugeben. Was der gemacht hat, ist, der hat praktisch sich der Form gefolgt mit seiner Schraffur. Ja, das können wir hier zum Beispiel auch machen. Ich nehme jetzt einen kleineren Stift. Ich nehme jetzt einen 03er. Am liebsten arbeite ich mit 01ern. Und zwar aus einem einfachen Grund. Passt mal auf. Ich fange mal einfach an irgendeiner Stelle hier an. Jetzt folge ich der Form, die ich hier schon habe. Seht ihr das? Das ist gar nicht so leicht. So. Einigermaßen. Dass ich der oberen Form folge. Ihr seht schon, jetzt kriege ich schon einen kleinen plastischen Effekt. Der Vorteil an dem, desto dünner der Stift ist, desto feiner wird am Ende das Raster oder desto feiner kann ich das Raster setzen. Was dazu führt, dass die Illusion schneller eintritt von Dunkelheit. Dass es sozusagen nicht wie ein Raster aussieht, was eine Struktur dem Ganzen gibt. Ja, jetzt sieht es noch ein bisschen nach Struktur aus. Sondern dass es ein Raster ist, was wirklich Dunkelheit erzeugt. Jetzt sage ich zum Beispiel, ich habe hier die primäre Lichtquelle, Hauptlichtquelle, die kommt von hier. Hier habe ich eine zweite Lichtquelle, wie Fenster oder so, ähnliche Situation, die ich hier habe. Und jetzt fange ich einfach hier in der Mitte nochmal an, das nachzuziehen. Seht ihr das hier? Ich folge also oben dieser Linie wieder mit meiner Schraffur. Ja, so. Und jetzt mache ich das auf der anderen Seite auch. Und dann werdet ihr sehen, dass so was ganz Schönes passiert.
Ich versuche meistens, das ist beim Anfang und Feinliner nicht ganz so wichtig, aber ich versuche meistens das so zu machen, dass ich rausziehe und in die Richtung, wo ich hinzeichne, seht ihr, haben wir jetzt, sieht man das einigermaßen, seht ihr, ist es auf der einen Seite ein bisschen dicker und auf der anderen Seite ein bisschen dünner. Das mag ich ganz gerne. Das passiert halt dadurch, dass wenn du das rausziehst, musst du am Anfang nicht machen. Du kannst am Anfang auch relativ relaxed arbeiten. Hier zum Beispiel merkst du, jetzt fange ich an, das erstmal zu drehen und fange jetzt an, hier rauszuarbeiten. Das ist die gleiche Geschichte. Das ist gar nicht so leicht, weil man wirklich der Richtung folgen muss. So, jetzt seht ihr aber schon, dass sich eine relativ nette Schattensituation hier ergibt für mich. Weil ich habe hier eine Stelle, diese hier, ich zeichne die einmal ein, das müsst ihr nicht machen. Ich habe diese Stelle hier an der Stelle, die jetzt nach oben geht, das hier, diesen Bereich, der besteht aus drei Kreuzen, weil sich das Muster und das Muster da noch treffen, seht ihr hier, und das dritte Muster ja hier drüber liegt. Dadurch habe ich hier an der Stelle, an der Stelle den dunkelsten Bereich. Hier habe ich einen Bereich, diese beiden Bereiche sind jeweils zwei Linien. Die sind, das sind Dreiermuster. Drei. Hier der Bereich, seht ihr, das ist ein Zweiermuster. Der Bereich auch. Können wir auch zweimal ranschreiben. Und hier außen, den Bereich, hier habe ich nur eins. Und hier außen habe ich gar keins. Dadurch habe ich einen ganz netten Übergang. Seht ihr? Dadurch kriegt das Ganze eine leichte plastische Form. Lasst euch nicht demotivieren. Also, ich zeige euch schnell, wenn ihr ein bisschen schneller arbeiten wollt und das Raster zum Beispiel nicht so und das Raster ruhig sehen lassen wollt, versuchen wir das mal hier an einem einfacheren Objekt. Das gleiche gilt auch für die Kugel. Versuchen wir mal einfach ein Objekt hier, dann übernehmen wir mal dieses System einfach für unseren Würfel. Angenommen, das Licht kommt von hier, dann haben wir hier die hellste Stelle. Und dann machen wir das, oder sagen wir lieber, es kommt von hier oben. Das ist einfacher für euch besser zu sehen. Kommt von hier oben das Licht. Das bedeutet, hier habe ich eine Lichtkante, das ist die hellste. Die würde ich dann am dünnsten zeichnen. Die anderen ein bisschen verdicken, das habe ich hier schon angefangen. So. Und was wir jetzt machen, die obere Linie ist demnach, bestücken wir mit einer einzigen Richtung. Der wird auch schon ein bisschen schwach. So, dann nehmen wir uns den hier Bereich vor. Den machen wir jetzt doppelt. Also mit zwei Richtungsschraffuren. Einerseits dieser. Seht ihr? Und zweitens würde ich jetzt irgendeine machen, dass die sich ein bisschen von der hier abgeht. Machen wir so. So, und die letzte hier hinten fangen wir direkt auch, nehmen wir hier die Linie, hier diese Parallellinie einfach nochmal und arbeiten nach hier raus. Seht ihr, kann ein bisschen flotter arbeiten, muss man mal aufpassen. Und dann nehmen wir nochmal diese Parallellinie hochzuarbeiten. Jetzt haben wir hier ein Zweierraster und als letztes nehmen wir noch, gehen wir in die Richtung. Jetzt habt ihr automatisch eine relativ plastische Wiedergabe. Einmal, zweimal, dreimal. Ja? Jetzt könnt ihr natürlich schauen, dass ihr die Außenlinie noch ein bisschen schöner macht. Im Normalfall ist es so, dass das Raster, das Üben dieser Schraffur, wie ihr schon seht, ich bin ein bisschen aus der Übung, das Üben dieser Schraffuren, ja, ist relativ wichtig. Das heißt, man kann nicht einfach sofort loslegen, sondern im Normalfall versucht man eine Form von Warm-up zu machen. Einfach damit die Feinmotorik sich schon mal artikuliert. Das heißt, ihr könnt mal erstmal damit anfangen, indem ihr parallele Linien versucht zu setzen. Größere, kleinere. Indem ihr das Muster weitet oder verengt, verkleinert. Versucht euch erstmal wirklich warm zeichnen. Sonst passiert sowas hier, das ist nicht ganz so schön. Also wir können es auch hier nochmal versuchen, indem wir uns ein bisschen warm zeichnen. Hierher. Eine Richtung. Jetzt nehmen wir an, hier ist der Lichteinfall. Hier. Das heißt, wir haben unseren dunkelsten Bereich ungefähr hier. Das heißt, dahin geht jetzt auch meine Schraffur. Hierher. Von unten nochmal
Ihr könnt die auch unterschiedlich lang machen. Wenn ihr jetzt merkt, ich möchte hier nur was, ich möchte nur hier so eine kleine Schraffur machen, seht ihr? Auch möglich. Okay, und damit kriegt ihr auch sukzessive ein einfaches plastisches Muster hin. Wie gesagt, das ist nicht die einzige Technik, das ist aber das, mit der wir heute anfangen erstmal, dass ihr euch daran gewöhnt. Häufig ist es, also das ist einfach der Geschichte geschuldet, hier arbeiten wir tatsächlich nur mit Außenlinien, die dicker sind und mit einer Schraffurlinie, die dann ein bisschen dünner sein kann. Ja. Ihr seht schon, eine Richtung, jetzt habe ich so eine kleine. Das sind eigentlich unsere, das ist der Task für heute, unsere einfache Kreuzschraffur. Und versuchen schon mal eine Richtungsschraffur mit reinzunehmen. Wie gesagt, das ist nicht so leicht. Später kann man das auch solche Sachen hier mit benutzen, dass man praktisch die Schraffur kleiner werden lässt. Sowas kann man auch machen. Das ist für die Fortgeschrittenen. Die Anfänger konzentrieren sich erstmal darauf, wenn ich ein Objekt habe, hier erkennt man das einigermaßen, wenn ich ein Objekt habe, dass ich erstmal schaue, dass ich eine Schraffur hinlege. Wenn ihr jetzt merkt, ihr wollt schneller arbeiten und ihr kriegt es nicht so richtig hin, könnt ihr hier, ich zeig euch das schnell, könnt ihr hier euch auch ein Lineal dran packen. Hier. Ja, also wenn ich, oder hier unten, sagen wir mal hier, ich möchte jetzt hier nochmal eine Schraffur runterziehen. So, und ich möchte hier nicht drüber arbeiten. Fange ich oben an, seht ihr, und arbeite hier. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich die Richtung, mit der ich nicht gut arbeiten kann, nämlich nach unten. Dadurch wird es unsauber. Das andersrum produziere, so, positioniere ich meine Hand wieder so, damit ich in die Richtung gut ziehen kann. Hier mache ich mein Lineal einfach hin und fange an zu arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinhacke, seht ihr, übertrete ich nicht. Hier unten muss ich trotzdem ein bisschen aufpassen. Am Ende des Tages kann man das nachher eh nochmal korrigieren. Können wir ein bisschen mit Deckweiß arbeiten. Das ist jetzt erstmal nicht so wild. Probiert das erstmal aus. Desto dicker die Außenlinien sind, ja, also bei eurer Vorlage ist das ja vorhanden, desto dicker so eine Außenlinie, so dicker so eine Außenlinie ist, umso einfacher wird es. Weil wenn die Außenlinie schön dick ist, seht ihr, dann nimmt die mehr von den Strichen auf, die ich da benutze. Der Nachteil an der zu dicken Außenlinie ist, seht ihr schon, dass dadurch ein bisschen die räumliche Illusion genommen wird. Ja, dann versucht ihr einfach mit einem kleinen Muster hier näher ranzukommen an den Ton, den ihr da seht, damit es nicht ganz so abrupt ist. Seht ihr jetzt zum Beispiel, setzt ein feineres Muster drüber. Seht ihr, und jetzt ist es schwieriger für mich zu übermalen. Und dann komme ich da näher ran. Also nochmal, wir haben zwei Optionen, um heller oder dunkler zu werden auf einer Fläche. Ich gehe mal hier rüber. Die eine Option ist, den hat es auch schon fast zerstoßen, der muss in meine. Ich sage, die eine Option ist, ich bin hier und jetzt kann ich praktisch von heller nach dunkler werden, indem ich einfach die Abstände ein bisschen vergrößere. Das ist für fortgeschrittene Schüler, die schon eine gute Feinmotorik haben, geeignet. Seht ihr, und hier unten werde ich wieder enger. Seht ihr? Damit habe ich praktisch dunkel nach heller. Da, gleichzeitig gibt es mir aber auch ein optisches Feedback. Sieht ein bisschen aus, ob das gekrümmt ist, richtig? Das wäre für solche Situationen gar nicht verkehrt. Jetzt. Zweite Option ist wie immer, ich arbeite mehr Raster, ich mache ein weiteres Raster drüber. Hier. Und ich mache das Raster jetzt mal schön eng, so eng ich kann. So. Hier kommt auch noch ein schönes. So, seht ihr, damit kriege ich jetzt immer mehr diese Technik hin. So. Bei eurer Variante ist es noch relativ simpel, da bei Ulrich von Hutten bei diesem Schnitt, weil es ein Holzschnitt ist, ist es noch relativ simpel und gut, die Richtung Schraffur nachzuziehen. Und ihr habt ja auch eine Vorlage, auf der ihr arbeitet. Okay, ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Das ist unsere heutige einfache Technik für heute, die Kreuzschraffur und Außenlinie, ja, mit dem Liniengewicht. Damit wird in Zukunft noch mehr gearbeitet werden, ihr merkt schon. Das ist aber erstmal der allererste Schritt, der hilft dabei, sozusagen eure Feinmotorik einfach besser auszubilden, hilft euch nachher auch im Schriftbild, macht euch da nicht zu fertig oder werdet nicht zu perfektionistisch, sondern es ist schon,
Okay, wenn ihr eine leichte Struktur hier hinbekommt. So. Okay, gut, meine Lieben. Hoffe, hat euch gefallen. Dann legt da los, nehmt euch eure Vorlage und fangt einfach an, darauf zu arbeiten. Ciao.